Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Mod-Vorstellung. Und heute möchte ich euch den Minecraft-Headcrumbs-Mod vorstellen. Und mit diesem Mod könnt ihr zum Beispiel Köpfe von Mobs ins Spiel holen, als Dekoration. Und wir können auch Spieler von Minecraft-Spielern uns holen und daraus auch Statuen bauen. Und ja, ich finde einen neuen Reiter und zwar Headcrumbs und die ganzen Köpfe sehen so aus, die müssen euch alle noch geladen werden hier und für Bloss hat die ganzen auch ganz viele YouTuber dabei und ja. Vulkus, ja okay, so manch. Ah, okay, Dr. Sharks, ja, okay, den kenne ich hier, Mocratures, aber so manche. Kenne ich zum Beispiel nicht, dass viele Amerikaner auch hier. Und ja, vielleicht bin ich auch dabei. Ich glaube nicht, aber. Nee, schaden. Sind also die meisten Mod-Entwickler und alles. Ja. Soll das möchte ich auch erstmal hier die Köpfe angucken von den Vanilla Mobs. Und die findet ihr schon unten. Ja, okay, so da. Kennt ihr vielleicht so. Und ja. Ich will nur langsam jetzt hier zu den Köpfen von den Minecraft Mobs kommen. Und dann erstmal hier die friedlichen Mobs raus. Ja. Das geht gar nicht, ne? So, das Bett wird auch ganz lustig gleich. Slime. Da muss ich mal ein Art raus und Snow Golem, da muss man eben ein hier. Und ja, da haben wir diese Köpfe kommen auf den Boden platzieren, so, ne? Dann so aus. Vielleicht noch richtig witzig mit dem Bedhead. Und die können wir uns auch, anziehen hier. Als zum Beispiel finde ich einfach so ein Schwein. Yay. Oder wenn die gelöscht, wenn ich die. Oh, ich glaube die werden gelöscht. Oh, das wissen wir auch nicht. Zum Beispiel unsere Kuh sein hier zum Beispiel, ja. Oder Mushroom Co. Sieht dann so aus mit dem Pilz oben drauf. Irgendwie wenig gelöscht, ne? Beim Cheaten. Ich würde jetzt nicht jedes Ding hier durchgehen. Einfach so ein Villager hier. Yay, ich bin Villager. Sieht wirklich lustig aus. Sieht so stumpf aus. Sieht auch so stumpf aus, ey. Oder zum Beispiel so ein Chicken. Relativ witzig, wie so ein Mini-Kopf. Auf jeden Fall auch sehr, sehr lustig aus hier. Und ja, es wird gar nicht noch lustiger mit dem Beta-Bett. Zum Beispiel auch so ein Iron Golem halt, ne? Oder ein Squid. Sieht auch sehr lustig aus. Der Squid guckt so traurig, ne? Ich auch ein Snow Golem hier. Hier ist ja okay, die Katzen. So, auch oh, so sehr witzig aus. Das aussieht auch so lustig aus. So ein riesiger Kopf. Und ja, dann haben wir ein Ocelot halt, ne? Und jetzt haben wir die Bette und das sieht so witzig aus, weil es einfach so ein Mini-Kopf ist. Guck dir das mal an hier. Was bin ich? Was ist das? Ja, sieht man so um meinen Hals. So klein, ey. Das sieht so witzig aus und die Village ist aber auch los, witzig, ne? Die Village auch hier so. Stumpf. Na gut. Dann gibt es natürlich noch so ein paar feindliche Mobs. Ups. Ah, feindliche Mobs zum Beispiel. Ach, sehen wir mal hier so. Eine Hexe. Ja, ein Enderman. Ist noch was cool wäre. Enderdragon gibt's auch. Silberfisch, auch ein Skelettenhaus gibt's auch. Oder auch so ein Wizard. Wo er so ein Zombie-Villager hätte, sieht auch bestimmt ganz lustig aus. Ups. Yay, ich bin Zombie-Villager. Oder so ein Skelett. Sieht so ganz spektakulär. Obwohl, das ist das andere, ne? Das ist das andere, wo er hätte. Dann hier noch Skelett-Nors, sieht so aus. Auch ziemlich witzig. Silberfisch sieht ein bisschen komisch aus, eklig. Enderdring.
Ja, dann vielleicht nicht den großen machen können. Oder so ein Enderman. Hier keine Effekte oder so, zum Beispiel, dass wir ihn botten können oder so, das ist ein bisschen schade, aber okay. Oder noch die Witch hier. So, den kleinen Pickel auf der Nase. Das sieht auch sehr lustig jetzt aus und, ja. Sehr, sehr nice gemacht, auf jeden Fall. Diese Köpfe bekommt man, wenn man Mobs tötet, also. Zum Beispiel, wenn man alle 20, also sobald man 20 Hühner zum Beispiel tötet, dann wird so ein Kopf oder Villager, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Ender Dragon hat, bekommt, ist natürlich extrem gering. Aber das kann man alles dann auf Config dann noch ein bisschen rumspielen. Und ja. Dann wollen wir langsam auch mal zu diesen Spielerköpfen hier kommen. Ja, jetzt nehmen wir mal irgendwie so, haben wir irgendwie so einen coolen hier. Coolen Kopf irgendwie. Der hier von Pyro 0, wie so ein Zauberwürfel, und damit kann man halt auch so platzieren hier so. Und damit, wie kann ich eine Statue bauen? Da brauchen wir Clay für mal Clay hier drauf platzieren. Einfach jetzt den Kopf hier drauf tun, haben wir schon so eine kleine Statue oder hier so Zauberwürfel. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus hier. Ah, da ist auch noch die Fancam, ne? Ah, cool. Und konnte die Köpfe zerstören. Und, ja. Wenn man sich selber tötet, dann bekommt man auch so einen Kopf von sich selber. Also, ich weiß gar nicht, ob wenn man einen Freund tötet, glaube, dann bekommt man auch den Kopf davon. Aber schon. Jetzt habe ich mir kurz mal den Kopf hier mitgesehen. Craft. Ups. Ein Craft. Skull 1-3. Skull. Oder Streetmaster 2000. So, da haben wir uns meinen Kopf hier. Was ist denn hier passiert? Alles klar. Also, ich kann mich hier so platzieren und einfach mal mich in der Welt. Oder nee, doch nicht. Hey. Hey. Was ist das denn? Ich will meinen Kopf haben. Hey, warum geht das nicht? Ey. Das ist doof. Warte, ich kann ihn kurz mal umbringen, kurz mal hier so. Vielleicht ist das irgendwie so ein spezieller Kopf, irgendwie, den ich bekomme. Ich stelle mal so ein bisschen nach oben und jetzt mal kurz mit Null. Ich soll jetzt sterben. Oh, die ganzen Köpfe sind korrupt worden. Simon, jetzt mein Kopf auch dabei. Nö. Dann gibt's den nicht. Also irgendwie ist nur mal bekannten YouTuber irgendwie so. Bisschen schade eigentlich. Aber okay. Gut, das ist gewesen von der heutigen Minecraft Mod-Vorstellung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen. Und tschüss.